Herzlich willkommen hier im Supermarkt-Simulator. Herzlich willkommen von Gleis und Preis. Es ist schon etwas länger her, dass wir das letzte Mal hier zusammen reingeguckt haben. Ich habe in der Zeit alleine weitergespielt. Ups. Ja, danke. Ich habe in der Zeit alleine ein bisschen weitergespielt, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen repetitiv geworden. Und das wird hier heute dann die letzte Folge sein aus dem Supermarkt. Ja, letzte Folge. Das hat nämlich tatsächlich einen Grund. Wir haben nämlich das Spiel eigentlich im Grunde genommen durchgespielt. Da wird jetzt nicht mehr viel an neuem Ge Oh Gott, habt ihr das gesehen? Da wird jetzt nicht mehr viel an neuem Gameplay kommen. Ich habe in der Zeit zum Beispiel hier so einen Kassierer. Ich habe eine automatische Kasse. Der Laden ist größer geworden. Und ich habe hier jemanden eingestellt fürs Lager. Das Lager ist übrigens auch mittlerweile gekauft worden. Das Problem ist, der gute Heinz hier hat angefangen, erstmal meinen Kartonhaufen, meine Form der modernen Kunst hier draußen wieder wegzuräumen, statt dass er wirklich die Waren einräumt. Also, der hat da ein bisschen seine Prioritäten falsch gesettelt und ich kann denen da leider nicht sagen, was er da machen soll. Dass er sich nicht um den Müll kümmern soll, sondern dass er sich darum kümmern soll, dass wenn ich neue Sachen bestelle, die dann noch eingeräumt werden. Aber okay, gut. Ne, ich könnte ihm auch theoretisch dabei helfen oder ich mache ihm das Leben schwer, indem ich das hier wieder hochwerfe. Na. So, nimm das, Heinz. Ich kann ihn auch hier so ein bisschen beschleunigen. Ne? Ich geb den hoch. Im Grunde genommen, hier muss ich den antippen, dann gebe ich den hier 3 Dollar jeweils. Und dann arbeitet er ein bisschen schneller hier. So, mach mal schneller. Und so sieht es dann hier drin aus mit einem Farbkonzept, das straight up aus der Hölle kommt. Aber es scheint unsere Kundinnen und Kunden soweit nicht zu stören. Das hier ist Peter. Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal einen Tag hier zusammen durch. Und ich werde dann im Laufe des Tages dann noch mal erklären, warum ich jetzt nicht mehr noch weitere Folgen machen werde. Aber ich würde sagen, erstmal, bevor wir aufmachen, gehen wir in den Computer rein. Ihr kennt das halt eben, dass wir dann erstmal in die Verwaltung gehen. Wir zahlen die Rechnungen, die wir zahlen müssen. So. Und dann gehen wir in den Markt, kaufen erstmal alles nach, was uns fehlt. So, hier auch noch ein bisschen was, da noch was. Ja, ne? Also es ist auch irgendwie immer wieder das Gleiche. Zwar kommen dann im Laufe der Zeit auch neue Produkte mit dazu, ne? Weil also, wenn man sich andere Lizenzen holt, aber es ist nicht so, als würde das Gameplay dann groß variieren, sondern dann muss man halt vielleicht auch mal einen neuen Schrank oder sowas kaufen, den Laden ein bisschen größer machen. Aber alles in allem verändert sich an der Art und Weise, wie man das Spiel spielt, nicht viel. Nur die Menge an Aufgaben, die allesamt aber gleich zu bearbeiten sind. Nur die nimmt halt eben zu, ne? Also, dass man eben mehr Produkte einräumen muss, dass es mehr Kunden und Kundinnen gibt, die irgendwelche Bedürfnisse haben. Aber ansonsten ist es halt soweit alles relativ easy. Und da kommt nichts Neues, ne? Also, da ist kein weiteres Narrativ da mehr drin, keine Aufgaben, die irgendwie erfüllt werden müssen, sondern, ne, man kann ja im Grunde genommen eigentlich seinen Supermarkt so lange spielen, bis man selbst alt und gebrechlich wird. So, wir räumen hier nochmal erstmal ein, was wir hier einräumen können. Das ist der Käse. Hier haben wir keinen weiteren Platz mehr. Was ist eigentlich da drunter? Ach, noch mehr Käse. Okay, na gut. So, auch das hier mal noch eingeräumt. Das Müsli. Wo haben wir noch Platz? Hier haben wir Platz. So. Noch ein bisschen Milch. Ne? Ihr seht, also die Produktpalette ist schon auf jeden Fall ordentlich erweitert. Ich glaube, in der Zeit können wir schon mal aufmachen. Das dauert erstmal ein paar Minuten, bis die Leute auch wirklich reinkommen. Hier haben wir noch ein bisschen Milch. So. Also ich weiß, das könnte ich alles ins Lager werfen, aber aktuell ist das Lager halt gesperrt, deshalb müsste ich den Weg immer nach von außen gehen und da habe ich keine Lust, das ist mir einfach zu weit. Und die Kunden stören sich nicht dran. Also wenn hier Zeugs in der Gegend rumliegt, das interessiert die nicht. Da gibt es auch kein, oh, das ist mir zu dreckig oder sonst was, sondern die stören sich da gar nicht dran. So. Genau. Ja, haben auch hier soweit. Die Getränke sind aufgefüllt. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ordentlich Platz für weitere Produkte. Aber die gehören hier alle in den Kühlschrank. Und die hier soweit, glaube ich, allesamt auch. Ja.
Jetzt habe ich keinen Platz hier mehr für den Thunfisch. Naja, ne? Also klar könnte man jetzt weiter ausbauen, den Laden noch vergrößern und hier noch so weitere Schränke und sonst was hinbauen. Ich kann das ja mal eben zeigen. Und klar, hier noch irgendwie mit den Farben und dem Boden und so weiter und so fort. Aber da steckt halt immer noch kein Narrativ dahinter, ne? Muss hinter einer Simulation ein Narrativ hinterstecken? Nein, nicht unbedingt, aber dafür muss das Gameplay trotzdem variabel genug sein. So, ne? Also wir können hier noch so Gefrierschränke kaufen und noch Scheinwerfer, Lautsprecher, Kategoriezeichen. Aber das ist alles nicht unbedingt, ja, so extremst catchy. Wir könnten hier noch einen weiteren Kassierer einstellen. Aber jetzt haben wir die automatische Kasse, brauchen wir gar nicht. Können meinetwegen auch nochmal hier so eine Produktlizenz kaufen. Meine Güte, was kostet die Welt? Gehen hier nochmal in den Markt rein zu den Produkten und kaufen nochmal alles, was wir hier so finden können. Zack, zack, zack. So, und jetzt haben wir auch noch die Sachen für den Gefrierschrank. Hier so ein Hühnchen. Ich glaube, die gehören dann hier rein, genau. Hier haben wir Pizza De Niro. Mafia Pizza De Niro. Also ist zu voll. Okay. Wie bitte? Wie viel Pizza ist denn da drin? Achso, jetzt müssen wir noch den Preis setten. Hä? Nicht kaufen, während ich den Preis nicht gesettet habe. Und hier auch noch das Hühnchen. Das machen wir mal 13 draus. Ja, gut, jetzt haben wir gar keinen Platz mehr für die Pommes. Gut, können wir hier draußen stehen lassen, da werden sie auch nicht schlecht. Honeybees. Paisans, was ist das? Achso, das ist, glaube ich, Butter oder so. Na gut. So, genau, ne? Und dann, wenn hier an der Selbstverbuchungskasse jemand Probleme hat, dann muss ich das da irgendwie helfen, aber das ist jetzt alles nicht so krass, ne? Was ist das? Kartoffeln. Ja, die können einfach hier hin. Sehr gut. So, den können wir auch ein bisschen bestechen, dass er noch schneller arbeiten soll. Ja, eigentlich bräuchten wir noch so ein weiteres Kühlregal, ne? So ein kleines Kühlregal können wir eigentlich hier hinbauen. Machen wir das noch eben. So, was war? Ich verkaufe ein Produkt, ohne den Preis dafür gesetzt zu haben. Ach so, klar, die Honeybees. Machen wir mal 7 draus. Was war noch? Hier die Kartoffeln. Machen wir mal 7 draus. Noch was? Nee, ich glaube nicht. Genau, ich wollte hier noch so ein Möbelstück. Hier so ein kleinen Kühlschrank, den können wir uns auch noch mal gönnen. Das Geld dazu haben wir ja. So, ah, der passt hier nicht hin. Schade. Können wir den hier neben die Kasse? Ne, will ich gar nicht. Ja, wir können das ja theoretisch hier so in den Raum stellen. Das ist auch doof, ne? Aber okay. Können die Pommes da rein eigentlich? Nee, die müssen in den Freezer. Wo sind denn da ist die Butter? So, und jetzt noch den Preis dafür angeben. Machen wir mal 5 draus. Ja, hier braucht jemand wieder Hilfe. So. So, die Milch können wir hier wieder weiter einräumen. Das Wasser. Machen wir das Licht an. So, kann hier den Orangensaft hier wieder reinpacken. Und noch ein bisschen Milch. Er hat keinen Platz. Haben wir keinen Platz. Das ist leer. Ja, ne, die beschweren sich, die können das nicht finden. Aber wir können ja auch nicht alles tun, ne?
Ich habe auch nur zwei Hände. So. Was ist das? Ach so, der Thunfisch. Irgendwas war dem Typen nicht zu teuer. So. Hier noch der Käse. Okay. Ja, die Sache ist, bis wir einmal hier irgendwas eingeräumt haben, ist halt schon wieder der Laden so weit leer gekauft, dass wir sofort auch wieder nachbestellen müssen. Ja, und dann ist es jetzt gleich auch schon 9. Da lohnt es sich fast gar nicht mehr, jetzt noch irgendwas hier nachzubestellen. Ja, genau. So. Wie sieht's hier aus? Na, ist noch nicht weggegangen. Okay, hallo, wir haben geschlossen. Frech. Ich habe das Gefühl, sie sehen durch mich hindurch. Ah, hier ist ihr Zwilling. Okay. So, sonst gibt es hier gerade nichts zu tun. Wir müssen noch nicht sauber machen oder so. Kein Fegen oder sonst irgendwas. Ne, also es fehlt ehrlicherweise einfach an Narrativ dann letztlich. Und da finde ich, also man hat da schon echt guten Spaß für so ein paar Stunden. Aber sobald man einmal so praktisch, was ist denn hier mit den Decken eigentlich los? Aber sobald man einmal so ein bisschen dahinter gestiegen ist und sich da so ein bisschen eingearbeitet hat, kommt da halt einfach nicht mehr viel, außer noch so eine unterschiedliche Produktpalette und so. Aber irgendwie sieht man dann am Ende auch keinen Anreiz, da jetzt noch groß was zu tun. Ich würde sagen, einen Tag gönnen wir uns noch. Also einen weiteren Verkaufstag machen wir noch. Wenn die Leute hier, die Herrschaften fertig sind, machen wir schneller hier. Komm schon, Peter. Ja, der gute Typ hier rackert sich auch ab. Okay. So, der ist fertig. Und die gute Dame. Na? Super, danke. Okay, dann sehen wir hier wieder den Umsatz. 37 Tage mittlerweile hier schon. Haben wir Minus gemacht, weil wir Möbel gekauft haben, aber ansonsten soweit alles so gut. So, dann füllen wir noch einmal nach, was wir nachfüllen können. Kaufen uns wieder die sogenannten Produkte. So. Einfach mal alles bestellen, wo die Zahlen 0 oder annähernd 0 sind. Das geht sowieso relativ schnell wieder in den Keller. So. Okay. Hier noch was, da noch was, dort noch was. Ja, ne, und am Ende wird das halt einfach nur repetitiv. Da klickt man dann einfach nur noch drauf und bestellen und fertig ist. So. Nochmal für 800 Dollar was bestellt. Ja, es wäre halt schön, wenn der Warenverräumer einfach mal seinen Job hier tun würde, statt aufzuräumen, soll er die Waren halt verräumen. Das wäre schon gut. Die Eier gehören hier rein. Eier, wir brauchen Eier. Okay. Klar, wenn ich aufhören würde, meinen Müll auf den Gehsteig zu schmeißen, dann wird er auch weniger Arbeit haben und schneller dazu kommen, mir auch bei der Produktverräumung zu helfen. Ja, ich weiß, aber. Psst. So. Okay. Es gibt halt auch irgendwie keine große Motivation, keinen Motivationsfaktor, hier noch weiterzumachen, weil, ne, also, ja, natürlich kann ich meinen Laden irgendwie riesig ausbauen und so weiter und so fort, aber
indem ich halt 500 weitere Spieltage einfach nur die ganze Zeit meine Waren hier ein- und ausfülle, weiß ich jetzt nicht. Also ich würde das Spiel schon empfehlen, an und für sich macht es nämlich wirklich Spaß. Aber der Spielspaß ist halt leider viel zu schnell vorbei. Und das finde ich so schade, weil das Spiel hat Potenzial. Aber es gibt ja auch schon einen Nachfolger von dem Spiel, nämlich wie heißt das denn? Trading Card Simulator Shop Trading Card, irgendwie sowas. Also mit so ja, mit so Tauschkarten, Sammelkarten. Und da ist das Gameplay, ich will da gar nicht zu viel drüber spoilern, dann vielleicht spielen wir das auch mal zusammen. Ist das Gameplay doch noch mal ein bisschen angepasst, weil prinzipiell ist die Ästhetik und die Mechanik des Spiels sehr ähnlich. Aber man kann halt mit den Sims zum Beispiel viel mehr interagieren, dass man denen sowas wie so Tische hinbaut, wo die auch spielen können und dadurch Geld verdient. Man kann selbst zum Beispiel diese Kartenpacks aufmachen und dadurch dann Geld verdienen. Also es ist praktisch all das, was der Supermarkt-Simulator hätte sein können, sein sollen, aber leider nicht ist. So. Ne, und ihr seht, also es ist halt, ne, dann ist man halt erstmal, je größer der Laden ist, umso länger morgens erstmal damit beschäftigt, einfach nur die Waren hier ein- und auszuräumen, beziehungsweise nicht auszuräumen, sondern nur einzuräumen. So. Das Wasser. Ach ja. Es ist ja auch irgendwie witzig. Es ist ja auch charmant gemacht, das Spiel. Ne? Also, ich habe da ja durchaus meinen Spaß gehabt. Und das ist ja eben das, was ich bemängel. Der Spaß ist halt einfach viel zu schnell vorbei. Daher würde ich sagen, in einem Sale kaufen lohnt sich definitiv zum Vollpreis. Eher nicht. Eher nicht. Aber ich habe das Spiel auch in einem Sale gekauft. Und ich glaube, das ist halt auch relativ regelmäßig im Sale. Da kann man mal wirklich auch mal zuschlagen, wenn einen persönlich halt eben diese Art Spiele interessieren. Aber ich würde sagen, ihr würdet hier nicht zugucken, wenn euch das nicht interessieren würde. Naja. Naja. So, ne, und jetzt das 17. Paket hier aus- und einräumen. Und die Nudeln. Ich habe, glaube ich, keinen freien. Ah, doch. Ich dachte schon, ich habe keinen freien Platz mehr. Was wir vielleicht mal mittlerweile machen können, ist den Laden aufmachen. So. Da. Das ist der Kaffee. Ich glaube, ich habe keinen freien Platz mehr. Und habe ich jetzt. Ah, doch, da. Und noch der Tee. Da habe ich schon gesehen. Da haben wir nämlich schon was hier. So. Hereinspaziert. Kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Wie sieht es hier aus? Na, immer noch relativ voll. Kann ich hier sonst was auffüllen? Nee, ne? Ah, den Apfelsaft. Ah, nee. Hab ich nicht mehr hier. Sorry. Entschuldige. Tut mir leid. So. Ja, ne? Und der ist halt einfach hier um Aufräumen. So, arbeite mal schneller. Okay, das ist alles Kühlschrankzeugs. All meine Kühlschränke sind allerdings voll.
Was bist du? Du bist der Tee. Ach, hier unten habe ich noch ein bisschen Platz. So. Ja. Ja, ich helfe ihnen. Ah, das hätten sie auch alleine gekonnt, ne? So. Hähnchen ist zu teuer. Boah. Verdient doch einfach mehr Geld. Zitat Christian Lindner. So. Jetzt können wir noch mal richtig hier einen ausgeben, wenn das eh unser letzter Tag hier ist. Können wir doch noch irgendeinen Schwachsinn hier kaufen. Möbel, ja, nee, nicht unbedingt. Ein Lautsprecher, nee, doch nicht. Nicht, dass ich am Ende einen Copyright Strike bekomme. Farben, Böden. Kaufen wir uns doch mal einen total absurd hässlichen Boden. Wie wär's mit dem da? Hm, das sieht sehr geschmackvoll aus. Oh ja, das ist extremst geschmackvoll. Ja, fantastisch. Also, wenn das nicht die Leute anlockt, dann weiß ich es auch nicht. Okay, haben wir noch irgendeinen Quatsch, den wir kaufen können? Farben, ja, das habe ich schon genug gemacht hier. Hm, hier nicht. Ach, da braucht jemand Hilfe. So, die nicht Markt, sondern Verwaltung. Da können wir halt weitere Produktlizenzen kaufen. Ja, dann sehen wir, können wir am Ende Alkohol verkaufen. Ja, super. Oder Bücher oder so. Ja, toll. Rechnung, nee, die zahlen wir jetzt mal nicht. Aber wir können unseren Laden erweitern, da haben wir aber das Geld nicht für. Können wir jemanden einstellen, das bringt aber nichts. Sonstiges anpassen, ja, bringt jetzt auch nichts, ne? Dann können wir nochmal in guten Boden investieren. Wie wäre es mit diesem Grünen hier? Dass wir mal endlich dieses helle Holz hier wegbekommen, ist ja fürchterlich. Oh ja, das ist sehr geschmackvoll. Das ist äußerst geschmackvoll. Hier auch noch. So. Also wenn das nicht schön ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Das ist jetzt natürlich nur Quatsch, ne? So. Was? Okay, machen wir nochmal das Licht an. Ja, da sehen wir, ne? Wir können eigentlich direkt wieder nachbestellen. Weil es halt auch schon wieder leer ist. Klar hätten wir natürlich von vornherein noch mehr bestellen können, aber... Ja, das mit dem Lager ist halt ein bisschen nervig, weil diese Tür einfach noch gesperrt ist und ich noch die nächste Lagererweiterung bräuchte. Ich helfe Ihnen, keine Sorge. So. Also den Skill hätte ich auch gerne. Ich konnte den Kartoffelsack nicht finden. Der sieht ein bisschen aus wie Trevor aus GTA. Oder nicht? Such doch mal das Shampoo. Naja. So, mach mal schneller hier. Kollege. So, komm, wir kaufen uns nochmal
Ein bisschen Farbe jetzt, wo es noch nicht 9 Uhr ist. Wie wär's mit einem Feuerrot? So, wohin? Ich finde dieses Blau ist irgendwie hässlich. Ja, fantastisch. So, ein bisschen Farbe haben wir noch. Na, schade. Na super, das sieht ja toll aus. Hier ist noch alles da. Ja, da hat jemand, da braucht jemand Hilfe. So, hier machen wir schon mal auf Closed, damit auch keiner mehr reinkommt. Der hätte nach unten gehört. Egal. Ja, und der ist halt immer noch hier mit meiner Müllpyramide beschäftigt, ne? Toilettenpapier. Ich hoffe, es ist nicht dringend. Dann sehen wir nochmal zufriedene Kunden. 20. Oh, gut. Aber wir haben sogar Profit gemacht, obwohl wir so viel Schwachsinn gekauft haben. Ja, ne? Und so wird es halt einfach immer weitergehen. Und da denke ich mir, also gut, ne? Wir sehen, es kann theoretisch bis hier vorne weitergehen. Es sind ja noch ein paar Erweiterungen und ich weiß nicht, ob es nochmal praktisch in den Raum hineingeht. Ja, ne? Aber das ist dann alles. Ich würde sagen, also wenn euch das so sehr interessiert, dann holt euch selbst das Spiel, um weiterzumachen. Ja, sehr gut. Ja. Na. Hattrick. So. Ne, also wenn es euch so sehr interessiert, dann holt euch selbst das Spiel, aber holt es euch am besten, wenn dann im Sale. Alles klar. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen hier bei der kleinen Quatsch-Videoreihe. Mal gucken, welches Quatsch-Spiel mir als nächstes einfällt. Habe ich ja gesagt, dass ich da immer mal wieder auch das eine oder andere Spiel mit reinbringe, was so ein bisschen, sagen wir mal, eher abseits von den normalen, vom normalen Zugfahren, Simulieren von Zügen ist. Aber schauen wir mal, was dann als nächstes kommt. Falls ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.